Hallihallo und herzlich willkommen zu meiner brandneuen Zeitschriftvorstellung von Schnappse dir alle Pokémon, der Ausgabe Nummer 155, September 2020. Und ja, ihr seht, ich nehme mal wieder aus einer neuen Perspektive auf. Ja, ich probiere immer mal ein bisschen rum, wie es am besten funktioniert, wie man vielleicht noch die Ansicht ein bisschen optimieren und verbessern kann. Und ja, jetzt probiert einfach mal so. Ich hoffe, das klappt. Und wir fangen auch gleich mal an der ersten Seite, wo natürlich das extra gezeigt wird, was drin ist. Und die nächste Zeitschrift hier mit den nächsten Extras, sogar mit einem Spezial, mit zwei zum Beispiel XL-Postern. Und ja, drehen wir gleich mal weiter. Da haben wir natürlich hier wieder ein paar Fakten über die neue Pokémon Sachen, also seine Mond, Schatz und Schild und was es noch alles gibt, was hier noch so leicht beschrieben wird. So, weiter geht's. Hier natürlich dann auch wieder ein paar Fakten über ein paar Pokémon, also der neueren Generation zu sagen. Zapdos und Lavados zum Beispiel. Und die Weiterentwicklungen, wie ich sehe. Sie zumindest sagt die Weiterentwicklungen aus, was das angeht. Und dann haben wir hier wieder einen Pokédex-Eintrag. Diesmal ist es nur einer. Warum auch immer. Dem haben sie einfach einen ausgelassen. Dann haben wir hier wieder natürlich ein Rätsel, was man machen kann. Was auch sehr schön ist, diese Art von Rätsel mache ich auch immer sehr, sehr gerne. Also die normalen Rätsel für Erwachsene sozusagen. Und hier natürlich dann auch bei den Pokémon-Zeitschriften. Ist halt auch ein schöner Zeitvertreib, was das angeht. Okay, das wollen wir nicht so zeigen, das ist was für ein Schleich. Dann haben wir hier das Manga. Das ist ja eigentlich etwas uninteressant. Das können wir überspringen, würde ich meinen. So, machen wir mal hier wissen. Weiter mit einem Rätsel. Teste dein Wissen über Pokémon. Fragen und dann beantworten die Fragen. Auch immer sehr schön, da kann man wirklich dein Wissen so ein bisschen testen, was man über Pokémon weiß. Also über die ganz neuen Generationen weiß ich halt noch nicht so gut Bescheid. Über die alten Erben mehr, weil die habe ich ja geschaut als Kind. Also die ganzen ersten Generationen von Pokémon, die waren auch richtig schön. Also ich finde die auch besser als die heutigen von Pokémon. Also das hat sich ein bisschen nachgelassen, kann man sagen. Also man sieht, dass es Pokémon schon ewig gibt, das tut schon langsam, ja, einschlafen, kann man sagen, das schlaucht schon so ein bisschen hin für sich. Und hier haben wir noch mal ein paar von den neuen Pokémon-Karten, die es so gibt. Schwert und Schild, flammende Finsternis. Da gibt es auch sehr schöne Karten von Pokémon. Hier auch noch mal eine Seite mit ein paar Pokémon-Karten. Sehr, sehr schön finde ich das. Und ja, das ist halt so, was halt immer drin ist in den Zeitschriften, ist ja eigentlich passiert immer dasselbe. Hier wird die Tür natürlich die schönen Zeichnungen der Kinder. Auf der Seite bleibe ich immer gerne etwas länger hängen und schaue mir das alles ein bisschen genauer an, die Bilder, weil einfach immer sehr schön gezeichnet sind von den Kindern. Gerade das Pikachu, seht euch das mal an, wie schön das gezeichnet ist. Das Pikachu. Kann man echt fast denken, das ist eine richtig gute Zeichnung von erwachsenen Hobbykünstler oder Hobbyzeichnern, ne? Schon krass. So, und hier haben wir schon die letzte Seite, wo natürlich das extra für die nächste Zeitschrift schon drinnen ist. Cooler Pokéball Disc Shooter. Naja. Was will man dazu sagen? Das ist halt das Übliche. Shooter sind eigentlich immer wieder drin. Also, das ist schon langweilig. Und ja, das Extra, was drin
war dieses Mal dieser Schläger mit den drei Pokémon drauf, einen Ball. Und auf der anderen Seite haben wir Pikachu drauf. So sieht man es besser. Ich zeige euch vielleicht auch mal die andere Seite, dass ihr es schöner sehen könnt. Bisschen für nicht abgeneigt, dass es nicht so spiegelt. Jetzt habe ich auch schon drei Stück inzwischen von den Schlägern, also drei Paare. Ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Wahrscheinlich werde ich das echt mal verlosen. Und jetzt kommen wir natürlich zu den Postern. Das zeige ich ja immer als letztes, das schönste von allen, die Poster. Einmal die erste Seite vom Poster. Und dann noch die Seite 2, was da meistens immer Querformat ist. So. Auch wieder sehr, sehr schön. Mal schauen, wo ich das hinhängen werde. Das Thema hier, wo ich ja immer aufnehme und alles mache, habe ich ja alles voll mit Twinks. Wahrscheinlich werde ich die Pokémon-Poster in mein zweites Zimmer hängen. Und ja, das war's dann auch schon mit der Ausgabe. Ich hoffe, euch hat das Video wie immer sehr gefallen. Und hoffe, dass ihr bei der nächsten Ausgabe auch wieder dabei seid, bei der 156/10/2020, also für Oktober. Bis dahin wünsche ich euch natürlich eine schöne Zeit. Bleibt mir treu, gewogen und gesund. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder Abo da. Würde mich sehr darüber freuen. Also dann, bis zur nächsten Ausgabe. Und schnappt ihr alle Pokémon mit und von eurem Darth Steffen zockt. Ich sage nun, ciao und ciao und möge die Macht und das Pokéblut natürlich mit euch sein. Ciao, ciao, ciao. Euer Darth Steffen zockt.